Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie sitzen arglos in der Wohnstube, plötzlich klingelt das Telefon. Am anderen Ende eine freundliche Stimme, die Ihnen sagt, dass Sie eine hohe Geldsumme gewonnen haben. Schön, oder? Nein, sage ich. Vorsicht, Falle! Am anderen Ende der Leitung befinden sich heimtückische Trickbetrüger. Aber wie gehen diese vor? Es gibt diesen Gesprächsleitfaden. Erstmal wird Ihnen erzählt, dass Sie eine hohe Geldsumme gewonnen haben. Dann wird Ihnen erklärt, dass diese hohe Geldsumme vom Gewinnspielunternehmen natürlich finanziert werden muss. Also sollen Sie Abos für Zeitschriften abschließen, und zwar sofort. Dafür brauchen die Betrüger Ihre Kontoverbindung. Der Gewinn wird nicht ausgezahlt, die Abos abgebucht. Wir möchten diesen, und entschuldigen Sie diesen harschen Begriff, Schwindlern das Handwerk legen und werde diesen Menschen Zeit stehlen. Zeit, in der sie niemanden anderes betrügen können. Herzlich willkommen zu Betrug am Apparat. Ein Problem ist natürlich, dass diese Typen einen immer genau dann anrufen, wenn man eigentlich gar keinen Bock oder keine Zeit hat. Aber wir haben denen dann gesagt, ruf doch an dem und dem Zeitpunkt nochmal an. Da habe ich richtig Zeit und hätte auch Lust, mich mit ihnen zu unterhalten. Die rufen natürlich jetzt nicht mich an, sondern ich habe mir natürlich einen Tarnnamen gegeben. Ich bin Herr Dörsch. Nun warten wir mal, ne? Psst, wo jetzt? Dörsch? Anruf Nummer 1. Hier spiele ich den Überraschten, um möglichst viel Zeit herauszuschlagen. Ja, hallo, spreche ich hier mit dem Herrn Dörsch? Ja, ich bin der Herr Dörsch. Dörsch heißt hallo. Ich. Mit Ö. Dörsch. Ich darf Sie beglückwünschen. Sie haben sich in den vergangenen Monaten im Einzelhandel oder im Internet für verschiedene Gewinnspielpartner registriert. Ja, stimmt. Und jetzt in der Endrunde der letzten 100. Was bedeutet, dass Sie jetzt schon einen Gewinn von mindestens 1000 Euro im schlimmsten Fall sicher haben. Deshalb wollte ich Ihnen einmal die Preise mit Ihnen durchgehen und nochmal beglückwünschen. Das klingelt. Der Herr Dörsch ist hier. Wen haben wir denn da? Anruf Nummer 2. Hier spiele ich einen verträumten Künstler, der gerade beim Klavierspielen unterbrochen wurde. Hier ist die Frau, aber ich würde Sie erstmal herzlich beglückwünschen. Sie haben sich in den vergangenen Monaten ja online für verschiedene Gewinnspielpartner registriert. Ja, das und stimmt. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt in der Endrunde der letzten 100. Nein, wissen Sie was, Frau, Sie erwischen mich hier auf dem richtigen Fuß. Ich habe richtig viel Zeit. Ich habe alles erledigt. Ich sitze hier einfach bloß und bin für Sie da. Dörsch. Anruf Nummer 3. Bei diesem Anruf müssen die Telefonbetrüger etwas mehr Geduld mitbringen, denn ich spiele einen sehr, sehr alten Mann. Hallo, spreche ich mit Herrn Klaus Dörsch? Ja. Ja, wunderbar. Ich darf Sie beglückwünschen, Herr Dörsch. Sie haben sich in den vergangenen Monaten im... Entschuldigen Sie, können Sie ein bisschen lauter reden? Ich verstehe Sie gar nicht. Ja, natürlich. So ist hier ist Herr Dörsch. Herr Dörsch, genau. Super. Verstehen Sie mich jetzt besser? Ja, aber Sie schreien so. Da bin ich jetzt ja mal richtig gespannt, wo der Glücksbote bei mir zugeschlagen hat. Ja, der hat bei einem BMW X3 Nein. 60.000 Euro eingeschlagen. Ein X3 aus den bayerischen Motorenwerken? Genau. Und deswegen, Herrn Dörsch, würde ich Dörsch. Weitermachen und Sie nochmal fragen, ob Sie sich für den BMW entschieden haben. Ja, ich kann Sie gut verstehen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Können Sie mich gut hören? Hier sieht es gut aus. Vorhin dachte ich, es würde regnen. Aber das ist dann doch eigentlich in die andere Richtung weitergezogen. Ja, ja, super. Wer sind Sie denn? Genau, ich ruf an, weil ich Sie beglückwünschen darf. Sie haben nämlich in den vergangenen Monaten ja bei verschiedenen Gewinnspielen im Einzelhandel oder im Internet sich dafür registriert. Und Sie sind jetzt in der Endrunde der letzten 100 Leute. Das bedeutet, dass Sie jetzt schon einen Gewinn von mindestens 1000 Euro im schlimmsten Fall sicher haben. Und deshalb wollte ich Ihnen einmal die Preise vorstellen und hier einmal mit Ihnen durchgehen. Dörsch? Für den zweiten Platz würden Sie aber auch noch eine Traumreise erhalten nach Paris. Moment. Ich bin jetzt also, könnte ich den ersten und den zweiten Platz gewinnen? Ja, das ist, falls Sie den ersten Platz erreichen, habe ich schon notiert, den Audi A5 statt dem Wagen. Und falls Sie den zweiten Platz erreichen, wäre das eine Traumreise nach Paris. Das ist eine Traumreise nach Las Vegas. Nein, ich hasse es ja wohl nicht. Herr, was ist denn hier los? Dass ich jetzt auch noch die Traumreise nach Las Vegas gewonnen habe und 60.000 Euro und ein Auto, da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Herr
Ich sage Ihnen jetzt was, Sie kriegen von mir 2.000 Euro von den 60.000 Euro ab. Ich brauche noch ganz kurz Ihre Kontonummer. Ach, wissen Sie was, bevor wir weiterreden, vielleicht, die Stimmung ist ja ein bisschen verkrampft gerade, um da so ein bisschen wieder aufzulockern, spiele ich ein bisschen Klavier für Sie. Hören Sie mal zu, hier. Hören Sie mal auf. Lala. So, was hören Sie gerne? Eigentlich würde ich noch sehr gerne mit Ihnen die Daten abgleichen. Ja, okay, 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 okay. Ich kann Ihnen jetzt auch dann noch die anderen Preise nennen. Wie heißen also Sie? Für den zweiten Platz. Wie bitte? Ich bin der Herr Dörsch. Wie heißen Sie? Mein Name ist Frau. Ich schreibe das mal eben auf. Ja. Moment, ich muss mal einen Schreiber holen. Mhm. Ich lege Sie hier mal eben ab. Ja, ja. Ich hole jetzt einen Schreiber. Ja, okay. Ich wohne noch im Amselweg 67. Ich wohne in Amselweg und da wohne ich gern und schon sehr lang. Möchten Sie mir noch Ihre Postleitzahl singen? Meine Postleitzahl können Sie sicher selber googeln. Es gibt nur einen Amselweg in Berlin. Hören Sie? Ja. Ich hatte Ihnen doch bestimmt gesagt, was ich gerade vorhatte, ne? Ja. Was war das? Sie wollten einen Schreiber holen. Ach, richtig, den Schreiber. Den Schreiber, natürlich. Den hole ich. Mhm. Frau, Sie sind doch auch nur ein Mensch und erst in zweiter Instanz Telefonmonster. Also ich bin in keiner Instanz Telefonmonster. Ich möchte Ihnen lediglich zu Ihrem Gewinn verhelfen. Ja, und da können Sie nachts noch gut schlafen. Ich kann noch sehr gut schlafen. Wenn Sie so tun, als würden Sie mir einen Gewinn geben, aber eigentlich wollen Sie meine Daten. So, ich habe jetzt einen Schreiber. Was sollte ich Ihnen noch mal aufschreiben? Sie wollten meinen Namen notieren. Ja. Wie Sie sich wahrscheinlich vorstellen können, müssen solche tollen Preise wie zum Beispiel eine Reise nach Paris oder auch der Audi A5 natürlich auch finanziert werden. Das Na ist Ihnen wahrscheinlich bewusst. Natürlich, das wird nicht mit dem Rosinenbomber abgeworfen, das habe ich mir gedacht. Deshalb haben Sie jetzt auch nochmal die Möglichkeit, exklusiv eines unserer tollen Partner-Premium-Hefte zu einem Vorzugspreis zu bekommen. Oh. Sie können auswählen zwischen die Hör zu, die Gala, die Neue Post, der Spiegel, der Fokus, die Bild, der Frau, der Stern oder TV Digital. In dieser Reihenfolge, Herr. Lassen Sie uns das doch jetzt bitte kurz einmal zu Ende machen. Es dauert wirklich nicht mehr lang. Einmal bitte die Kontonummer. Was soll ich Ihnen diktieren? Alles klar, Herr Dörsch, dann werden Sie die Gala bekommen. Das ist dann exklusiv zum Preis von 12 Monaten für 24 Monate. Und Dankeschön. Dann schicken wir natürlich alles zu. Verweil doch noch einen Augenblick. Herr Dörsch, ich glaube, Sie nehmen das auch leider nicht so ernst, wie ich mir das wünschen würde. Sie? Ach so, habe ich Sie jetzt enttäuscht mit meinem Verhalten? Das tut mir leid. Aber ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und nein, Moment, was habe ich da jetzt gewonnen? Ich krieg doch jetzt die Zeitung. Was? Sie können mir jetzt die Kontonummer geben oder ich muss leider das Gespräch beenden. Und meine Tochter, Sabine, die kommt zu Ihnen und holt das Geld und das Auto ab. Gut, an der Stelle werde ich das Gespräch jetzt leider beenden müssen. Es tut mir leid. Frau, Ihnen noch einen schönen Tag und wo ist mein Audi? Gewinnspiel, Herr Dörsch. Auf Wiederhören, ja? Hier haben Sie mich ja eigentlich auf den Arm genommen. Fliege ich gar nicht nach Las Vegas. Habe ich mich hier umsonst gefreut. Gibt es gar keine 60.000 Euro? Ich bin verarscht von Ihnen und ich habe jetzt auch keine Zeit mehr. Ich habe Ihnen 2.000 Euro angeboten. Sie wollen die nicht. Also wer verarscht Sie? Nein, ich will Ihre 2.000 Euro nicht und ich will auch nicht mit Ihnen. Genau, Sie arbeiten lieber im Callcenter und verarschen andere Leute. Ne? 2.000 Euro sind Sie nicht interessiert dran. Das ist Ihr Traumjob, ne? Arschloch, ey. So, also man kann zumindest sagen, dass in den letzten 30 Minuten oder so, von diesem Menschen niemand anderes angerufen wurde. Ich habe eine Superkraft. Und die Superkraft heißt Volllabern. Und damit kann ich Sie und die deutsche Gesellschaft vor Betrügern beschützen.